Herzlich willkommen bei Wetter Online. Ohne regenfeste Kleidung ist ein Waldspaziergang derzeit echt keine ganz so gute Sache. Aber mit den richtigen Klamotten kann man selbst das trübe Wetter ganz gut genießen. Und das Tollste an der Sache, genau das können die meisten von euch auch in den nächsten Tagen tun. Am Freitag ziehen in der Nordhälfte immer wieder kräftige Schauer durch und die Sonne hat kaum eine Chance. Etwas besser schaut es zwischen Main und Donau sowie Richtung Ostsee aus. Dort sind auch längere freundliche Abschnitte dabei und Regengüsse bleiben die Ausnahme. An den Alpen braucht man hingegen häufiger den Schirm, oberhalb von rund 1000 Meter Höhe schneit es sogar. Mit kaum 10 Grad ist es überall sehr kühl. Wer am Samstag nun auf Besserung hofft, der wird meist enttäuscht. Der Himmel bleibt bei unter 10 Grad grau und wolkenverhangen. Dazu wird es hin und wieder auch noch nass, besonders von Hamburg bis Berlin. Besser schaut es bei bis zu 12 Grad nur ganz im Süden aus. Nach einer vorübergehenden Beruhigung ziehen schon zu Beginn der neuen Woche wieder Schauer auf. Die Sonne zeigt sich aber auch mal. Aus Süden wird es dabei Stück für Stück milder.